Wer hat das Licht? Egal, mehr Licht. Ja, das ist definitiv besser. Aber sagt mal, kennt ihr überhaupt den Ursprung des Ausdrucks mehr Licht, mehr Licht? Es wird nämlich einer berühmten Persönlichkeit nachgesagt, dass dies ihre letzten Worte waren. Auch wenn das bis heute nicht bewiesen ist. Konfuzius? Nein, Johann Wolfgang von Goethe, Sascha. Ah, cool, den Film habe ich im Kino gesehen. Oh Gott, es wird wirklich Zeit für eine neue Geschichtsstunde. Ach nö. Oh doch. Goethe wurde am 28. August 1749 in Frankfurt am Main geboren. Er kam aus einer gutbürgerlichen Familie und so konnten es sich seine Eltern leisten, ihn und seine Schwester von einem Privatlehrer unterrichten zu lassen. Was ein Schmuck. Ja, durchaus. Sein Vater wollte unbedingt, dass Goethe Rechtswissenschaften studierte. Also gab er diesen Wunsch nach und studierte in Straßburg. Sein Herz und sein Einsatz lag aber doch bei seinem größten Hobby, der Dichtkunst. Als er mit dem Studium geendet hatte, wurde er Advokat in Wetzlar. Advo was? Advokat. Eine alte Bezeichnung für Rechtsanwalt. Heute würde man sagen, dass er schon 1773, also schon mit dem Alter von 24, seinen ersten Hit veröffentlichte. Das Drama Götz von Berlichten. Er aber, sag's ihm, er kann mich im Arsche lecken. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das ganz jugendfrei war. Im ganzen Land hörte man plötzlich den Namen des jungen Wolfgangs von Goethe. Nur ein Jahr später veröffentlichte er seinen Briefroman Die Leiden des jungen Werthers. Als zwei weitere Jahre ins Land gingen, wurde er an den Hof von Weimar eingeladen. Also den Regierungssitz vom Großherzogtum von Sachsen-Weimar-Eisenach. Der dortige Herzog Karl August war mit Goethe befreundet und stellte ihn als Minister ein. 25 Jahre leitete er nebenbei auch noch das Weimarer Hoftheater. Die nächsten 10 Jahre veröffentlichte Goethe eher kleinere Gedichte und Zeitschriften. Als Minister hat man eben nicht viel Zeit. In dieser Zeit entwickelte er eine starke Bindung zu Charlotte von Stein, einer Hofdame, die 7 Jahre älter war als Goethe selber. Sie war so etwas wie eine Erzieherin oder Lehrerin für Goethe. Sie lehrte ihn nämlich die Verhaltensformen, die man als Mann von Stand der damaligen Zeit intus haben sollte. Ob Goethe noch mehr in Charlotte sah, ist bis heute nicht bewiesen. Allerdings gehen Forscher davon aus, dass wenn, es sehr einseitig war. 1786 bis 1788 schließlich hatte Goethe die Nase voll vom drögen Alltag, dem sein Beruf einherging, und beschloss, eine Bildungsreise nach Italien zu unternehmen. Besonders Rom tat es dem Dichter an, diese Stadt sollte ihm bis zu seinem Lebensende als Inspiration gelten. Fun Fact: Sein Sohn August liegt auf dem protestantischen Friedhof Roms begraben. Ich selbst stand bei meiner Romreise davor, denn man kann den Friedhof besuchen. Als Goethe in Rom lebte, wohnte er beim deutschen Künstler Johann Heinrich Wilhelm Tischbein, welcher das berühmte Bild Goethe in der Champagne malte. In der italienischen Hauptstadt lernte Goethe seine Liebe zur Architektur, der Renaissance und Antike kennen. Oft nannte er seine Reise eine Wiedergeburt seinerseits. Außerdem beschäftigte er sich dort mit der Naturforschung. Als er 1788 wieder in Weimar eintraf, lernte er sehr schnell Christiana Vulpis kennen, die schnell seine Geliebte und später auch seine Ehefrau wurde. Insgesamt hatten die beiden 5 Kinder, wovon aber nur August überlebte. Goethe ließ sich von seinen Pflichten unter den Herzog befreien, blieb aber Minister ohne eigenes Ministerium, um noch weiter politischen Einfluss zu haben. 1789 wurden die Länder in Europa durch die Französische Revolution erschüttert. Während viele von Goethes Zeitgenossen, wie Hegel oder Beethoven, den Aufstand gegen die Monarchie begrüßten, konnte sich Goethe dafür eher weniger begeistern. Er verfasste zu dieser Zeit verschiedenste satirische Werke über die Revolution. Im selben Jahr lernte er den 10 Jahre jüngeren Friedrich von Schiller kennen. Am Anfang verabscheute der Dichter den jungen Schiller, lernte ihn doch später lieben und zählte ihn bald zu seinen besten Freunden. Hä? Wie kann man zuerst jemanden hassen und dann als besten Freund ansehen? Naja, versetz dich doch mal in Goethe. Kommt da so ein Jungspund um die Ecke, der im selben Milieu ist? Es ist nicht wirklich abwegig, dass Goethe in Schiller einen Konkurrenten sah. Aber Schiller und Goethe hatten eben viel gemeinsam. Die Freundschaft währte aber leider nicht lange. Denn 1805 starb Schiller vermutlich an den Folgen einer Tuberkulose. Für Goethe brach damals eine Welt zusammen. Dass der Krieg mit Napoleon Bonaparte immer unausweichlich erschien, hebte seine Stimmung auch nicht wirklich. Goethe nahm die Arbeit eines damals zur Seite gelegten Werkes von ihm wieder auf,
was zu seinen größten Erfolgen zählen sollte: Faust. Außerdem veröffentlichte er 1810 seine Farbenlehre. Spätestens seitdem kann man Goethe zu einem Universalgelehrten zählen. 22 Jahre sollte er noch dichten und denken. Am 22. März 1832 starb Goethe vermutlich an einem Herzinfarkt, während er in seinem Sessel saß. Ob er wirklich mehr Licht als letzte Worte sprach, ist aber umstritten. In Weimar kann man übrigens heute noch seine Wohnung mit Privatbibliothek besuchen. Dort ist alles original, so wie Goethe es hinterlassen hat. Ich selber war auch schon da. Es lohnt sich wirklich. So, die Stunde ist vorbei. Und ach ja, wenn ihr mich einmal als manischen Priester im Mittelalter erleben wollt, der gute Marotta hat ein Hörspiel veröffentlicht, was natürlich unten verlinkt ist. Schaut doch mal vorbei.